Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen FSX Flugvideo. Ich begrüße euch heute hier am 7. November in Köln Bonn International Airport. Wieso 7. November? Das liegt doch in der Zukunft. Ich habe heute den 1. August, aber nehme heute den ersten Eurowings Langstreckenflug von Köln-Bonn nach Punta Cana in der Dominikanischen Republik auf. Dafür fliege ich mit dem Blackbox A330 von Eurowings von hier dorthin. Und ja, ich habe die Livery zufällig entdeckt, fand sie ganz schön, hatte direkt Lust, so einen kleinen Urlaubsflug zu machen, und den führe ich jetzt durch. Gleich zu Beginn noch, leider wird es hier in Köln-Bonn keine Abfertigung geben. Aus dem einfachen Grund, für GSX gibt es keine Position, die groß genug für das Flugzeug ist. Die sagt auf allen Positionen, sogar auf den großen, dass es zu klein ist, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Weil es gibt durchaus große Positionen, aber aus irgendeinem Grund will er dort nicht. Ja, will das halt einfach nicht. Tja, damit müssen wir leben. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal in die Maschine rein und beginnen mit der Flugvorbereitung. Alles ist cold and dark hier im Cockpit. Und ich würde sagen, wir connecten erstmal Battery 1 and Number 2. Schalten die Nuffin Logo Light on. Seatbelt Signs, No Smoking Signs gehen auch an. Und die Emergency Lights will ich gearmt wissen. Ja, jawohl. Dann connecten wir External Power A and B. Unten gehen bereits ein Licht an. Fuel Pumps bleiben noch offen. Ja. Und ich habe vergessen, das Gewicht anzustellen. Deswegen sehen wir uns nach einem kleinen Schnitt wieder. So, da bin ich wieder zurück. Die Maschine ist beladen und ich würde sagen, wir beginnen mit der Flight Preparation. Wir fliegen heute from EDDK nach MDPC. Das ist dort. Flight Number ist die EWG. Da habe ich mir jetzt irgendeine ausgedacht. Ich könnte nachschauen, welche sie in Wirklichkeit hat. Ich nehme jetzt einfach die 515. Cost Index machen wir mal 98 und Flight Level ist 340, wenn das klappt. Jawohl, Algen IRS. Next Page, Zero Fuel Weight haben wir 170, Block 58,7 Tonnen. Alles klar. Flight Plan, EDDK Departure. Schauen wir mal kurz, der Wind, der ist windstill. Ich würde sagen, wir gehen über 14 links raus, weil das hier gleich die nächste ist. Wir brauchen dann eine NOR 3 Bravo Departure. Hier haben wir die NOR 2 Whiskey. No Trans Insert. Die Departure Chart sehen wir bereits hier. Wir haben die NOR 2 Whiskey, das heißt, die links rum geht. Nach dem Start, nach dem Start drehen wir nach Left, Heading 344 to Whipper, anschließend Left Turn 240 Grad nach Nörvenich oder NOR. Dort dann Contact Long Radar on 135.65. Alles klar, das war's, ist ganz einfach, anschließend beginnt das Normal Routing von NOR. Geht es dann über die Y868 nach Mappat. Zack, so. Ich werde jetzt nicht alles eingeben, weil das viel zu lange dauert. Deswegen mache ich jetzt einfach mal direkt nach Napat ein Direct to Lekfa. Ich kürze das einfach ab, weil das wird sonst viel zu lang.
Company Root. Oh, könnte ich eigentlich mal gucken. Ne, Company Root habe ich keine. Hat nicht funktioniert, genau. Ja. Von Lekfa geht es dann anschließend weiter direkt über die 50, 20 West. Nord, meine ich, 50, 20 Nord, dann 41, 40 Nord. Lasse ich auch einen dazwischen frei. Und dann die 27, 58 Nord nehme ich dann noch mit. 50, 58 Nord ist dann the next waypoint in here. Hier dauert es leider immer ewig, das Programmieren. So, 27, bla, dann da Fifxe, das ist F-I-V-Z-E. So, das ist the next waypoint. Und wir klicken wieder runter. Genau, das ist dann über die M597, das ist die Luftstraße nach K-E-E-K-A, alles klar. Komische Namen mal wieder hier. Das ist jetzt schon im karibischen Raum. Das wird schön da. Schön auch in der Sonne. Bräunen. So. Keka und dann über die M597. 597, genau. Nach Bitir. Next one. Alles klar, das war der Flugplan. Von dort beginnt dann die BT1 Bravo Departure Arrival zum Flughafen hin, aber das machen wir dann nachher. Perf! Wir starten mit Flaps 1 slash up Trim. Yep. Slash up 0,3, glaube ich. Und dementsprechend we 154, 158 und 161. Flex Temperature ist 56. Transition Altitude ist 7000 Standard in Deutschland. Also hauen wir die da rein. Alles klar. Und das war's dann auch schon mit der Departure. Wir sehen schon hier im Display, wie besprochen, hier einmal links außenrum nach Norwich. Dann hier die 7 Bravo Departure wäre direkt so rum, aber wir fliegen heute so rum. So, wunderbar. Tja, Barometer kann man aus irgendeinem Grund beim 330 leider nicht so einstellen, deswegen werde ich gleich noch nachgucken, wie viele. Was wir brauchen, wobei ich glaube 10, 13 passt hier schon. Aber ich gucke gerade gleich dann trotzdem nochmal sicherheitshalber nach. So, als erstes drehen wir hier auf jeden Fall die 34.000 Fuß ein. Wunderbar. Und dann ein kleiner Cut. So, ich begrüße euch wieder zurück. 10.13 ist die richtige Q&H, nur leider beim Nachgucken. Auf der Map habe ich was verschoben und deswegen stehen wir jetzt ungefähr 5 Meter links vom Strich. Soll uns aber auch nicht stören. Wir sollten das überleben. Der Flug ist soweit vorbereitet, deswegen würde ich sagen, bereiten wir die Maschine darauf vor, indem wir die APU starten und das Beacon anmachen. Dafür müssen wir noch die Fuel Pumps natürlich alle starten, versteht sich. So, schauen wir mal, wie läuft's. Genau, die läuft jetzt hier hoch. Gleichzeitig Boden können wir ja jetzt hier nicht sagen. Das ist ein bisschen bescheiden. Das AIS funktioniert nicht für P3D. Also vielleicht über einen Trick, aber den habe ich jetzt in der Schnelle nicht durchgeführt. Also ich hätte eine Idee, wie ich es vielleicht zum Laufen bringe, aber ich
habe jetzt keine große Lust, da groß rumzumehren. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so. Deswegen machen wir das jetzt diesmal, die Departure, ohne groß Ground Services. Gut. Wenn die APU available ist, disconnecten wir die externe Power. Es ist extrem leise. Naja. Auf jeden Fall, ja, hier, wie gesagt, wir stehen jetzt ein bisschen versetzt. Und ich würde sagen, ready for departure, park and break off, and start pushback. Ich denke, über die Taxi-Chart brauche ich nichts groß sagen, wir stehen am Gate C14 hier, ne, C4 hier. Stoßen zurück, fahren nach rechts direkt nach zur Runway 14 Left drauf. Ich starte das APU Bleed und wir starten Engine Number 1. Team 37 der Air Berlin geht da hinten durch, aber auch egal. So. PSI liegt bei 7 noch. And start left and right engine. Flaps setzen wir auf 1 runter. Flaps 1 plus F ist set. Engine 2 läuft jetzt auch stabil hoch. Sind hier, wenn die N1 sich so bei 20 stabilisiert. EGT läuft jetzt auch auf die 370. Läuft. Alles klar. Both engines are stable. APU off. Dann würde ich sagen, Taxi Light on. Stopp. Die Flight Controls fehlen natürlich noch. Moment, mal hier ganz schnell umbauen. So. Flight Controls. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral and full left. Full right. Neutral. Alright. Und dann würde ich sagen, park and break off. And here we go. Steering tiller active. Aus irgendeinem Grund funktioniert jetzt okay, wir müssen mal, glaube ich, Moment, ganz kurz Input Calibration Park and Break wieder setzen. So. So. Alles klar. Hat's anscheinend das resettet. Jetzt läuft's auch. Ja, wunderbar. Im BBS 330 kann man sein, oder generell in Blackbox 330, 340 kann man sein die Engine, sein Joystick kalibrieren. Kann man zum Beispiel auch sagen, ob man mit 1 oder 2 fliegt. Es werden nur zwei unterstützt, auch für den 340. Dementsprechend habt ihr gerade gesehen, das kann man dort eben einstellen. Und anscheinend hat es mir das verstellt gehabt und deswegen
hat es nicht funktioniert und dann musste ich eben ganz schnell das nochmal einstellen. So, Runway 14 left identified, is cleared, we have direct lineup clearance. Ich wurde neulich in einem Kommentar gefragt, und ich wurde schon das Öfteren angesprochen, ob ich nicht mal auf Watzim oder EVAU fliege, oder warum ich nicht auf Watzim oder EVAU fliege. Das kann ich jetzt hier gleich erklären, wenn wir auf die 14 left drauf rollen. Und zwar wollte ich mal auf Watzim war das, fliegen, habe alles dafür installiert und mit dabei mein FSX zerschossen. Es hat anschließend gar nichts mehr funktioniert, das war sehr merkwürdig. Deswegen habe ich danach erstmal die Fänger weggelassen. Jetzt fliege ich ja vor allem, jetzt überlege ich mir schon seit einiger Zeit, mit dem P3D diesen Schritt nochmal zu machen. Und früher oder später werde ich das auch machen, denn wie es schon richtig im Kommentar hieß, immer nur Singleplayer wird ja irgendwann auch langweilig. Deswegen, ich kann euch noch nicht sagen, wann das sein wird. Vielleicht in naher Zukunft oder in ferner Zukunft. In letzter Zeit hätte ich immer relativ viel um die Ohren. Deswegen kann ich da nichts versprechen. In letzter Zeit sieht es gut aus, dass ich ein bisschen frei habe, aber versprechen kann ich da auch nichts. Auf jeden Fall werde ich mich da mal dran setzen. So. Alright. We are ready for departure. Takeoff thrust is set. Rudder active, 80 knots, 100. One and rotate. Positive climb, gear up. Sind recht schwer, steigen jetzt mal nicht ganz so schnell. Geschwindigkeit aufbauen können. Und da steigen wir über Hannover hinweg. Ja, wir sind voll beladen. Eine 4 oder 5 Tonnen Underload. Takeoff, throttle, climb. Na, komm schon. Passt. So, jetzt sollten wir mal Left Turn machen. Bin hier mit dem Schubregel abgelenkt, dass ich den Turn vergesse. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht werde ich mich irgendwann nochmal, wenn ich nochmal Zeit und Muße habe, werde ich mich ransetzen und mein P3D für Watzim Talking machen. Oder für EVAU mal schauen. Und dann natürlich auch Videos machen, aber das dauert leider noch ein bisschen. So. Silvano geht ab. Sehr schön. So. Autopilot 1 engage. Jetzt ist auch nicht den Climb, weil wir so schwer sind. Ein bisschen Speed reinholen. Hätte ich auch mit Flaps 2 starten können. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber naja. Was soll's. So, ja, das war's auch schon wieder, ne? Oh, guck mal. Das sieht richtig geil gerade aus hier auf der Tragfläche.
der Schatten. Und hier hinten, hier vorne, ist auch mit dem Schatten und dem Dreck dort. Sieht schon geil aus. Ja. Gleich 190 Knoten, dann können wir die Vorselektoren auch absetzen. Und dann steigen wir über Köln-Bonn hinweg. Flaps ab. Ja, und ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Wir fliegen jetzt hier erstmal in die wunderschöne Karibik. 10 Stunden Flug stehen uns bevor. An geplante Ankunft ist um 17 Uhr sonst noch was. Ortszeit dort. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bis hierhin fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Benzo 740. Ciao.